Ja, willkommen, willkommen zu Shadow Tactics, Blades of the Shogun. So, hallo und herzlich willkommen zu Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Wir haben es ja schon mal gespielt. Zumindest die Demo so ein bisschen angespielt. Deswegen werde ich jetzt auch gar nicht lang rumfaseln, sondern direkt zu Schloss Osaka, Schloss Osaka, springen und direkt wieder loslegen. Ganz ohne Heckmeck. Also wie gesagt, wir kennen es ja schon. Ich werde versuchen, in Zukunft die endlos langen Ladebildschirme rauszuschneiden. Momentan lasse ich es noch drin, weil das für mich jetzt die super Gelegenheit ist, am Anfang ein bisschen was zu labern. Ich bin genötigt worden, Shadow Tactics zu spielen und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich bin auf sehr nette Art und Weise genötigt worden. Mir wurde nämlich einfach das Spiel in die Hand gedrückt und gesagt, hier, spiel. Und der Bitte komme ich da natürlich gerne nach. Zumal ich ja eh überlegt hatte, ob ich es mir nicht besorge. Ich habe mir dann allerdings die Linux-Version besorgt. Wir spielen jetzt hier die Windows-Version. Ob die sich groß unterscheidet von der Linux-Version, weiß ich nicht. Ich meine, am rosa Startbildschirm haben wir schon gesehen. Scheint diverse Probleme mit diversen Treibern zu geben, potenziell. Aber das soll uns nicht aufhalten. Im Idealfall funktioniert es einfach so. Ohne größere weitere Probleme würde ich jetzt zumindest erwarten. Wie gesagt, Startbildschirm. Pups. Naja. Gut, mich wundert gerade ein bisschen, dass sich da gerade nicht mehr viel tut. Deswegen werde ich jetzt mal schauen, ob ich da was fixen kann und eventuell etwas rausschneiden. Bis gleich. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja. Also eine Minute ist es aber rum. So, da sind wir jetzt also auch schon wieder. Ich muss hier gerade mal ein bisschen eine Zeit aufschreiben. Eine Zeit aufschreiben. Ja, jetzt brauche ich erstmal einen Zettel. Ich muss. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Okay. Ungefähr 3 Minuten 50 waren das. Gut. Einfach damit ich weiß, welche Ladebildschirme ich wegschneiden muss. Jetzt geht's aber los. Und wir starten in die Welt von Shadow Tactics. Nihon. Edo no Shoki. ここら辺は安全そうだな。
だが念のため注意して進もう。暴作だらけだな。上様の次の攻撃に備えているようだな。 Gut, dann machen wir das. Gut, dann machen. Ja, machen wir doch mal. So, wie kann ich ihn jetzt rauszoomen eigentlich? Tak, 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 tak. Ich habe ganz gerne immer einen etwas größeren Überblick, das dürftet ihr ja bei Torchlight inzwischen auch schon rausgefunden haben. Wobei bei Torchlight dieser Überblick ja nicht gegeben ist. So, dann springst du hier mal runter und kannst da hoch. Okay. Wie war denn das nochmal mit... Ah. So war das. Gut, wir speichern mal. Ich hoffe, das wird in Zukunft ein bisschen fixer gehen. So. Das sind ja unsere Tutorial-Punkte und da unten gibt's ja dieses Gespräche-Dings. Ja, also, wunderbar. Questilog. Gespräche. Und so weiter. Wer ist gerade ausgerastet? Niemand. Okay. Das würde ich jetzt mal gerne probieren, was passiert, wenn ich da stehen bleibe. Nix. Aber jetzt. Auf Wiedersehen. Okay, so kann man auch dafür sorgen, dass es keinen Weg zurück gibt. So. Ich habe mir übrigens vorgenommen, zu versuchen, jede Stunde zu jede Minute zu speichern, oder jede zwei. So. Dann hüpfen wir mal darüber. Und darüber. Zack. 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 Nehmen wir die Karte mal mit. Ja, ja, das wissen wir ja. F5, F8. Schließen. Gehen wir hier hoch. Zack. Zurücksetzen. Oh Mann, zurücksetzen macht auch den Spaß. Das ist doof. Komme ich da irgendwie weiter raus? Nö. Okay. Gut, ich meine, eigentlich kennen wir es ja. Schnell speichern ist ein guter Plan. Boah, hier liegen wieder Zettel rum, die müssen weg. Die müssen weg, die stören. Das muss weg. Und dann... Hori. Ich beobachte die Frau da oben gerade. wie war denn das nochmal mit dem Ablegen? Auch wieder Steuerung L, oder?
Ja, Steuerung L wahrscheinlich. Okay. So, dann schauen wir doch mal hier. Der guckt da. Der guckt da. Wo ist der Zivilist hin? Da. Der guckt da. Dann würde ich versuchen, erstmal jetzt dahin zu gehen. So, der Zivilist geht dahin. Dann düsen wir da durch die Tür. Und machen da hinten erstmal... den da. So, speichern. Wir sind an einem sicheren Punkt. Das heißt, wir kriechen mal dahin. Und machen ihn da mal. Ach, mit Steuerung hätte ich es gleich machen können, ne? So, Steuerung L. Gehen wir dahin. Steuerung L. So, dann müsste er ja in diesen Leichen gut versteckt liegen. Da will ich jetzt erstmal nicht hin. Wo guckt denn der überall hin? So, dann müsste ich ja da hoch können. Und da hoch können. Wo schaut der hin? Wo schaut der hin? So. Den Punkt sieht gerade niemand. Das ist gar nicht so schlecht. Ich meine, die beiden könnte ich eigentlich stehen lassen und direkt weitergehen. Ich hoffe nur, dass sie dann nicht wieder... genau. Neue Aufgabe. Ja. Erreiche das Tor. Wunderbar. So, wir gehen mal dahin. Wunderbar. Zeit zu speichern. Wo schaut denn die Wache hin? Schaut der hin? Der schaut darüber. Okay. Die muss ich also im Endeffekt gar nicht massakrieren. Es reicht, wenn ich da ums Eck gehe. So, F5. Dann können wir wieder mal drehen. Ja, weiß ich. Maus rechts. Genau. Genau, wunderbar. Da kann ich nicht rein, weil da Wachen sind. So, ich denke, wir wollen ja uns ja geräuschlos an ihm vorbeischleichen. Das war ja der Plan, das letzte Mal. Das haben wir ja auch schon ausprobiert gehabt. Genau. So, wir können hier dann noch ein Tutorial abholen. So von wegen Steine. Genau. So, dann gehen wir hier wieder zurück. Bevor wir von dem anderen entdeckt werden. Dann können wir nämlich hier mal schauen. So, was es hier gibt. Ich kann auf jeden Fall darüber. Wo schaut der hin? Der schaut dahin. Das heißt, ich könnte auch hier durch.